in diesem Video? Liegt einer flach, stehe ich vor Schotter, blinkt es komisch, geht es bergauf für Zottel und dreht sich ein Ventilator. Schönen guten Morgen, hier ist Kai von Travel Camping Living und es ist einfach unglaublich. Denn es ist immer noch schönes Wetter, die Sonne scheint draußen und wir haben weiterhin vollen Sommer, nichts mehr mit Regen. Und wenn wir die Tür öffnen, sehen wir sind immer noch in Jerstetten beim Autohaus Melzer. Guten Morgen. Nach meiner Ankunft gestern habe ich noch ein kurzes Interview gemacht mit Clemens zum Thema Lieferzeiten, Lieferprobleme und so weiter. Alles was dazugehört, das gibt ein separates Video. Danach sind wir noch schön essen gegangen und hatten einen netten Abend. Vielen lieben Dank dafür nochmal, Clemens, hat echt Spaß gemacht. Und heute fahren wir dahin, wo wir schon waren. Jetzt gehe ich aber noch mal kurz beim Autohaus Melzer rein. Ich muss noch ein paar Aufnahmen machen, die ich für das Interview von gestern benötige. Und dann hauen wir ab. Jetzt noch eine Stunde hier durch die heiligen Hallen vom Autohaus Melzer gezogen und B-Roll für das Interview geschossen. Und jetzt zeige ich euch noch kurz das neue Gelände vom Melzer. Das sieht nämlich auch krass aus. Dafür brauche ich natürlich die Crew, die sitzt bereit, beziehungsweise Friedrich liegt, weiß nicht, was mit ihm genau los ist, aber er lebt. Der neue Bauplatz ist im Gewerbegebiet von Jerstetten. Wir bleiben also hier und wollen in einem Jahr umziehen. Und wir gucken mal kurz auf die Baustelle. Baustellen finde ich immer spannend. Da wären wir rechts, die Schotterlandschaft. Das gibt das neue Gelände. Ein Riesenschotterplatz, vorne links kommen Gebäude hin, hinten auch. Ansonsten Parkfläche natürlich für Kunden und Neuwagen und ein Stellplatz. Oh, und eine Sache fällt mir gerade ein. Ich bekomme kein Geld für das, was ich hier gerade für Clemens mache, denn ich mache das, weil es mir Spaß macht. Wir sind jetzt runter ans andere Ende des Geländes gelaufen, von da, wo wir kamen, und hier unten kommen dann die Stellplätze hin. Ich denke, da kann man es recht entspannt und ruhig angehen lassen und mal vor sich hin parken. Ab 2023, in einem Jahr, soll es circa losgehen. Und man kann hier auch über den kleinen Damm drüber gucken und sieht dann nur noch Wald, Wiesen, Felder. Und da hinten ist auch irgendwo schon gleich der Rhein. Schöne Ecke zum Arbeiten oder auch mal im Zwischenstopp zum Pausieren auf dem Stellplatz. Joggen, Fahrradfahren, E-Scootern, alles schön möglich, denn die Berge sind noch ein ganzes Stück weg. Und apropos weg, das bin ich jetzt auch, ich fahre jetzt weiter. Und da ihr die Strecke, die wir jetzt fahren, echt gut kennt, erspare ich sie euch. Wir sehen uns dann, wenn wir vor Ort sind, wo Zottel was Neues kriegt. Da wären wir, Erdwangen, Landkreis Sigmaringen. Angekommen, 22 Grad, schönes Wetter weiterhin. Dann geht's rechts und wir fahren bei Seecamper auf den Hof. Hier gibt's auch eine Waschanlage für Camper, Staubsauger, Werkstatt, Ausstellung, alles was es so braucht. Angekommen. Wir müssen jetzt gleich noch ein Video drehen und Zottel kriegt auch noch was. Da wären wir also. Hier gibt's schöne Camper. Zum einen Van-Tourer, aber auch nett ausschauende Tournee. Aber eigentlich geht's heute darum, erkennt ihr irgendwas? Diese Lampe, die sieht anders aus. Und dazu gibt's ein separates Video mit allen Infos und Details. Und auch Stil ist hier vertreten. Und ein Biber sitzt da rum. Ich hoffe, der läuft hier nicht immer frei rum. Außerdem ist es kein Biber, sondern ein Marder. Und hier steht tatsächlich noch Ware rum, die nicht verkauft ist. Man hat hier meistens Lagerfahrzeuge und auch andere Produkte an Lager. Der Max Fan Deluxe. Sehr beliebt, habe ich gehört. Ja, wir machen hier ein bisschen Werbung. Warum auch nicht? Ist ein netter Händler. Tim ist ein netter Mensch, da hält man gerne mal die Kamera hin. Und Roberta-Händler ist er auch. Jetzt fährt Zottel aber erstmal weg, nämlich ohne uns.
Tim bewegt ihn. Der Co-Pilot guckt ein bisschen kritisch. Aber jetzt gibt es neue Reifen. Die Winterreifen sind noch gut. Die sind eigentlich nur 14.000 Kilometer gelaufen. Die können also wieder aufgezogen werden. Wo fährt man jetzt hin? Ich dachte, wir fahren hier in die Werkstatt. Okay. Er fährt woanders hin. Rückwärts. Aha, wir müssen hier links ums Eck rein. Oder rechts ums Eck, je nachdem, von wo man guckt. Zwischen Osten und Westen ist einmal woanders. Oder so. Und jetzt gibt es schöne ATs, denn wir bereiten uns für den Herbst vor. Man wird ja meinen, man tut im Herbst Winterreifen drauf. Wir aber nicht. Wir fahren dahin, wo wir ATs brauchen. Ja, und hier haben wir den neuen Reifen und den Tim. Sag mal hallo, Tim. Servus, hi. Servus. So, hier sind wir in deinem Reich und deiner Werkstatt und deinen Verkaufshallen. Also hier jetzt gerade nicht, aber die haben wir ja gerade eben schon drin gesehen. Ist aber weniger mein Reich. Also hier lasse ich die Finger von weg. Da bin ich beruhigt. Sonst war das letzte Video heute. Genau. Dafür hast du Profis. Genau, eigentlich hat die Werkstatt, die ist gerade im Sommerurlaub, aber Philipp ist auch genannter Kfz-Mechaniker. Okay, der weiß auch, was er zu tun hat. Der weiß, was er zu tun hat im Gegensatz zu mir. Ja, so geht mir das auch immer. Ja. Jo, dann machen wir hin. Montieren wir mal um, ne? Also das ist Philipp, hier links. Ja, für das eben, was wir im Herbst planen, brauchen wir ordentlich Profil und Abstand zu Schotter und Steinen. Deswegen die Entscheidung, auch auf ATs zu gehen, sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Aber in dem Fall ist, glaube ich, sinnvoll. Tja, und so geht Zottel in die Höhe. Ich hoffe, der Co-Pilot purzelt jetzt nicht irgendwie aus Versehen raus, wenn er aussteigt. So, die Vorderachse ist schon Offroad-tauglich. Und apropos Offroad, hier haben wir auch noch einen coolen Look, das habe ich jetzt gerade gesehen. Die Stoßstange hinten verkleidet mit schwarzem Riffelblech. Das sieht auch edel aus. Gibt's hier auch. Ja, hier steht so eine Stange noch rum, die ist auch nicht wirklich schwer. Also die kann man so mit einem Arm hochheben, das addiert nicht viel Gewicht dazu. Das Plastikteil wiegt ja auch was. Was ich jetzt hier vorhin auch noch gesehen habe, Klesana-Zubehör gibt's. Hier werden auch Klesana-WCs eingebaut. Und neben der Jura-Kaffeemaschine steht auch noch eine Biotoy. Das können Sie hier auch. Neben Aventura gibt's hier auch noch Aquila. Das war früher Phantom. Die haben sich jetzt umbenannt, mussten das irgendwie. Und bauen aber immer noch hammerkrasse Fahrzeuge auf MAN auf. Ich habe den auch mal gefilmt, den Phantom. Und mit Allradantrieb und Schnorchel und Beleuchtung ohne Ende. Gibt's mit Querbett und Längsbett auch hier bei Seecamper. Und wer was Altes sucht, findet hier noch ein Bedford Blitz Opel. Zottel ist fertig bereift. Es geht weiter. Wird er hier einmal noch aus der Halle gewürgt. So, jetzt macht er noch eine Spazierfahrt mit dem Co-Pilot, habe ich den Eindruck. Und da ist er wieder. Kleine Testfahrt, einmal im Kreis. Ab in die Waschanlage. So, jetzt kommt der eigentliche Waschgang. Das war gerade eben nur die Vorwäsche. Der Nordkap-Dreck ist wieder ab. Wir sind sauber, bzw. Zottel. Ich ja bekanntlich nicht so ganz. Und er strahlt mit neuen Reifen und wieder in strahlend weiß. Herrlich. Der Kollege sauber und ihn lasse ich jetzt wieder arbeiten. Tim hat sicherlich noch ein bisschen was zu tun heute, bevor es in Feierabend geht. Und wir fahren jetzt mal weiter. Eine Straße ungefähr zu Timo. 100 Meter, genau. Also, vielen Dank. Danke dir für den Besuch. Und ja, wir sehen uns bestimmt spätestens auf der Messe wieder. Machen wir es. Bis bald. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Ja, wow. Erfolgreicher Tag. Zottel wieder sauber. Coole Sache. Wir haben ordentliche Bereifung drauf. Ganz vielen Dank an Seecamper und Tim. Die Rechnung für die Reifen schickt er mir zu. Die habe ich jetzt zum EK gekriegt. Wir berichten hier ja offen und fair. Und dafür wart ihr jetzt auch mit dabei und kennt jetzt Seecamper auch ein bisschen. Mein Camper Tobi ist hier auch von Zeit zu Zeit. Wir fahren jetzt zu Timo und sind auch schon da. Also ich kann die Kamera praktisch durchlaufen lassen. Denn die wohnen echt Tür an Tür. Fast. Mal gucken, dass wir nicht vom LKW überfahren werden.
Und jetzt fahren wir hier mit unseren schönen ATs über den Schotter. Das ist ihr Terrain. Ihr erinnert euch, ich habe schon gesagt, was wir hier müssen, nämlich meine hoffentlich endgültig reparierte Canon abholen. Und wehe, da kommt wieder kein Ton, dann drehe ich langsam am Rad. Aber erstmal in die heiligen Hallen von Stihl. Liegen schon wieder Kartons rum. So, Timo, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Nicht fallen lassen. Da, hoffentlich ist auch was drin, das ist schon wieder so leicht. Das machen wir nachher in Ruhe auf. Bangst. So, nix Party heute mit Timo. Der muss arbeiten, ich muss arbeiten. Und ob ich das Paket aufmache, weiß ich noch nicht. Erstmal arbeiten. Kennt ihr den? Kennt ihr die? Richtige Bereifung für Schotterparkplätze zum Beispiel. Genau. Er hat die auch. Ich glaube, der anonyme AT-Reifenfahrer. Anonym? Oh. Wer bist denn du? Kennen wir uns? Ich muss weg. Ich auch. Timo, mach's gut. Schönes ebenso. Festival. Dankeschön. Wir bleiben irgendwann wieder hier in Kontakt. Oder so. Auf jeden Fall. Gucken, was noch kommt dieses Jahr. Ja. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Da fährt er hin, Timo. Danke, durfte ich hier wieder parken und stehen. Oh, fahr nicht so verrückt, Mann. Du gräbst deinen eigenen Schotter um hier und hast irgendwann Schlaglöcher. Unser Eins sitzt vorm Venti und arbeitet weiter. Draußen sitzen wäre auch eine Option, aber ich bin zu faul, alles rauszutragen, weil ewig bleibe ich auch nicht mehr. Es ist 18.30 Uhr. Gerade geht ein neues Video live. Nummer 467. Und hier öffne ich das Paket von Canon. Die Reparatur ging auf Garantie. Die Canon wird in ein paar Monaten zweijährig. Und jetzt gucken wir mal, was das kann. Sie ist auf jeden Fall genauso verpackt wie damals, als ich sie in Finnland ausgepackt habe. Vor 2 Monaten. Sieht gut aus, keine kaputten Spuren, Display, aber es ist ja das Mikro gewesen, was diesmal kaputt war. Gucken wir mal, ob es tut. Da seht ihr die Canon im Bild und die Frage ist, funktioniert sie auch? Haben wir Ton? Wir haben Ton. Das jetzt die Aufnahme aus der Canon raus. Es ist schon lustig. Wir sind jetzt so gut wie zu Hause, fahren nämlich gleich tatsächlich zur Homebase nach Hause. Und an diesem letzten Tag bekommen wir die Canon zurück und sie tut wieder. Das war ein langer Weg. Und damit beende ich mein Statement hier. Hinter mir zieht der Mähdrescher seine Kreise und wir machen jetzt, dass wir wegkommen. Sonst werden wir hier nämlich komplett eingestaubt und gestroht und gesojat. Dann mal los und ich kann euch sagen, es ist ein sehr komisches Gefühl abzufahren und zu wissen, dass wir in 2 Stunden zu Hause sind. Nachdem wir am 18. Januar abgehauen sind, kommen wir tatsächlich zurück. Heute ist der 11. August. Sehr komisches Gefühl. Und wir haben die Heimat nicht wirklich vermisst. Wir haben Freunde vermisst und andere Dinge, aber ja, ist zu Hause nicht wirklich. Auch wenn wir schön wohnen. Da sind wir wieder in Sattel. So gut wie zu Hause. Es lief gut. Unterwegs noch einen Happen gegessen. Und über die Grenze. Zürich, nichts los. Dann noch entsorgt. Und jetzt sind wir eben in Sattel. Wieder zu Hause in der Heimat. Hoffen wir, dass die Wohnung noch steht und nicht allzu sehr verstaubt ist, sonst muss der Co-Pilot nämlich morgen erstmal Staub wischen. Ja, es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre ich nicht 7 Monate weg gewesen, sondern, weiß nicht, ein paar Wochen. Alles doch sehr vertraut und alles wie vorher, als hätte sich nicht groß was geändert hier. Ah, und Polarbär steht mit im Weg. Scheiße. Jetzt hoffe ich nur, dass der Kerl anspringt, sonst wird's blöd. Ja, scheiße, dumm gelaufen. Batterie ist ziemlich down. Auto macht keinen Wank. Beziehungsweise blinkt nur vor sich hin. Batterie wird als halb leer gekennzeichnet. Das muss, glaube ich, erstmal ein bisschen laden, bis da wieder was läuft.
Was mich übrigens ein bisschen wundert ist, in meiner Wohnung brennt Licht, obwohl mein Arbeitskollege scheinbar gar nicht da ist, denn sein Auto steht nicht hier. Jetzt frage ich mich, warum genau brennt in der Wohnung Licht? Jungs, ich lasse euch erstmal hier. Wenn ich in einer halben Stunde nicht zurück bin, dann müsst ihr Hilfe rufen. Gehen wir mal hoch und gucken uns die Sache an. Was den Briefkasten angeht, wurde der, glaube ich, schon 4 Wochen nicht mehr geleert. Das ist komisch. Ich glaube, mein Arbeitskollege war schon länger nicht mehr hier. Der ist sonst zuverlässig und hat den Briefkasten eigentlich immer geleert. Er hat jetzt aber irgendwie neue Beziehung. War, glaube ich, nicht mehr so häufig hier. Ach, was habe ich die Treppen vermisst? Aha, nicht wirklich. So, da sind wir. Sieht noch aus wie immer. Das gleiche Chaos. Rote Tür. Schlüssel passt noch, ist gut. Und jetzt gucken wir mal, was da Sache ist. Hallo? Anybody home? Ist ja schräg. Licht, aber keiner hier. Sehr seltsam. Komisch. Kühlschrank ist noch aus. Stellen wir mal wieder an. 30 Grad hier drin. Alter Verwalter. Es ist brutal warm. Normalerweise mache ich im Sommer immer hier die Rollos runter. Das hat irgendwie keiner getut. Machen wir mal die Fenster auf und was mir auffällt. Ist sehr sauber. Ich weiß nicht, ob mein Arbeitskollege David hier mal geputzt hat, aber... Sehe keine Wollmäuse, keinen Staub, mehr so dick, ne? Nix. Sehr sauber. Auch die Küche. Ich glaube, fast sauber als zu dem Zeitpunkt, als ich ging. Sehr schräg. Das Ausladen beginnt, die wichtigen Dinge zuerst. Puh, so, Dreckwäsche auch hochgeholt. Das ist ein ordentlicher Beutel voll hier. Sicherlich 4 Maschinen. Und gute Neuigkeiten. Polar Bear, mein Skoda ist angesprungen. Mir ist eingefallen, dass ich ja ein Starter-Kit habe, so eine Boost-Funktion, whatever. Und angeschlossen, plus, minus, läuft. Genial. Jetzt lädt er halt noch über Nacht und ich hoffe, die Batterie erholt sich wieder. Ansonsten gibt es eine neue. Ja, und damit endet unsere Skandinavien-Tour heute und jetzt. Das ist das letzte Video dieser Serie. Wenn ihr alle gesehen habt und durchgehalten habt, ziehe ich meinen Hut und bedanke mich vielmals bei euch. Ihr habt es möglich gemacht, unter anderem, dass wir diesen Trip machen konnten. Ganz vielen Dank. Alle anderen, die nicht alles gesehen haben, tja, ihr habt halt was verpasst, aber auch euch Dankeschön fürs Einschalten und dass ihr mitgereist seid. Ist eine coole Sache und nur zusammen kann das hier weitergehen. Unser Eins wird die nächsten Tage das Filmen erstmal einstellen. Denn meine Konzentration gilt jetzt voll und ganz dem Schneiden. Ich bin enorm hinterher und werde die nächsten 2 Wochen, die ich jetzt hier bin oder hier und da in der Schweiz mal hinfahre, schneiden, schneiden und nochmal schneiden, dass wir hier schnell vorankommen. Co-Pilot und Friedrich werden vermutlich eine ruhige Kugel schieben und sich von den Reisestrapazen der letzten Monate erholen. Und dann steht ja auch schon der Caravan-Salon an. Ich schätze spätestens dann. Seht ihr wieder Videos von uns und nach dem Caravan-Salon ist dann September. Den September werden wir in der Schweiz verbringen und im Oktober geht es dann weiter mit der nächsten Tour. Wenn ihr da dann auch wieder dabei seid, wird uns das riesig freuen. Natürlich auch, wenn ihr bei den Caravan-Salon Düsseldorf-Videos mit einschaltet, wäre auch cool. Ja, jetzt sitze ich hier allein in der Wohnung. Kobel und Friedrich haben sich abgelegt, die sind platt. Ich sage zu euch, vielen Dank für alles und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Ciao zusammen und bis demnächst.